Servus und herzlich willkommen zurück. Ja, Car-Tycoon, wir sind bei der nächsten Folge und müssen, wie ihr wisst, hier 600 Autos produzieren innerhalb von 10 Jahren bis 76. Die Konkurrenz schläft allerdings auch nicht, deswegen müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir hier schnellstmöglich irgendwie in die Puschen kommen. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle noch eine dritte Fabrik mit dem Abverkauf. Das klappt ja hier ganz gut von dem Fritz-Fahrzeug. Der Flitz, der ist eigentlich ganz schick. 498.000 haben wir jetzt gleich drin. Oder hatten wir gerade drin, jetzt wieder nicht mehr. Und irgendwie kommen die Autobauer aber auch gar nicht mehr hinterher. Also mit einer dritten Fabrik hätten wir doch einen deutlichen Vorteil. So, hier ist jetzt alles fertig. Hier machen wir gleich wieder den Abverkauf. Dass wir wieder gleich 10 Autos loskriegen. So, und werden natürlich gleich wieder neue produzieren. Ist irgendwie aber ein bisschen blöd, weil die kommen da unten mit dem Autobauen auf der anderen Spur überhaupt nicht hinterher. Warum eigentlich? Verkaufen die sich so schnell, die Autos? Ich meine, das ist natürlich gut, wenn die sich schnell verkaufen. Allerdings müssen wir natürlich hier auch gucken. Oh, eine Niederlassung, 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 Niederlassung. Kaufen wir mal eine mit. Obwohl, wir brauchen ja eine Fabrik. Aber egal, jetzt haben wir die Niederlassung noch gekauft. Okay, warum nicht? Haben wir jetzt noch eine dritte Niederlassung. Und da werden wir jetzt gucken, dass wir den Flitz 1 auch noch hier voll mit ins Programm nehmen. So, jetzt kann nämlich dann die Fabrik da oben den Flitz 1 hier bauen ohne Ende. Okay, wir brauchen jetzt allerdings noch eine Vertriebsmitarbeiter. Die sind eigentlich gut. Okay, das passt. Da brauchen wir ja nicht die volle Strömung im Moment, obwohl... Macht das viel vom Kurs aus? Nö, eigentlich nicht. Dann nehmen wir alle Vertriebsmitarbeiter rein, die wir kriegen können. So, wir haben Plus gemacht. Das ist schon mal sehr gut. 175 Autos verkauft in diesem Jahr. Das ist auch gut. Und in Summe sind wir jetzt bei 393 Fahrzeugen. So, jetzt müssen wir nochmal nach der anderen Gruppe gucken. Der Renn 1 ist irgendwie hier voll. Das heißt, wir bauen gleich mal den Big Buck hier weiter. Denn davon haben wir ja gar keine mehr und da wäre es natürlich gut, wenn wir den hier jetzt noch ein bisschen in den Vordergrund rücken. So, da können die nämlich den Big Buck noch bauen hier. Der wird fleißig produzieren für die Fahrzeuge. Mal gucken, ob wir hier jetzt auch vom Geld noch ein bisschen rankommen. Wir gehen einfach mal auf 10% Rabatt. Vielleicht verkaufen wir die damit sogar noch schneller. Wir brauchen ja eigentlich nur Niederlassungen, wo wir das Ganze hier losschmeißen können. Und natürlich brauchen wir jetzt auch gleich genau noch eine Fabrik, aber das Guthaben reicht leider nicht aus. Schade, das wäre jetzt natürlich das Beste gewesen. Ich hoffe aber mal, dass wir jetzt hier ein bisschen noch verkaufen können. Im Moment tut sich da noch nicht wirklich viel. So, ab und zu verkauft sich hoffentlich jetzt mal ein Auto, weil ansonsten haben wir gleich ein Problem. Machen wir das erstmal ein bisschen softer hier, bis wir ein bisschen Geld in der Tasche haben. Der Big Buck wird ja im Moment gebaut, aber das Rennauto läuft nicht. Gehen wir mal auf 20% runter. Mit dem Rennen 1. So. Denn ein bisschen verkaufen sollten wir ja auch. So, was ist mit der Produktion vom Big Buck? Warum? Ah, der läuft. Die Produktion läuft, das ist gut. Ich glaube, den können wir dann auch erstmal hier drauf stehen lassen. Denn wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen wieder ins Plus kommen. Wir dürfen also auf keinen Fall zu sehr ins Minus rutschen. Notfalls lassen wir den Flitz 1 halt erstmal so lang stehen, bis wir hier alles wieder aufgefüllt haben und mit dem Geld im Plus sind. Dann können wir ja die Produktion jederzeit erweitern. Wir sind jetzt schon auf über 400 Autos, also das läuft eigentlich ganz gut. Nur das Finanzielle ist halt ein bisschen knapp im Moment. So, aber ich glaube, wir sind jetzt soweit schon gut ausgestattet. Der Renn 1 sieht gut aus, Big Buck wird gerade produziert. Flitz 1 ist auch überall voll ausgestattet vorhanden. Gucken, ob wir hier vielleicht auf 15% mal Rabatt gehen, dass einer den kauft hier unten. Das wäre eine schicke Sache. Und
Ja, wobei, wir sind doch in dem Punkt eigentlich ein bisschen doof. Beziehungsweise ich bin da ein bisschen doof. Jetzt haben wir hier den Big Buck, den können wir doch da unten auch vertreiben. Dann kann der doch noch mehr Autos produzieren. Ist doch erstmal nicht das Problem. So, Flitz 1, Big Buck. Jawohl, das passt. Denn dann können sie den nämlich auch gleich noch hier durchbrettern. Umso mehr Autos können wir verkaufen. Wir steigen hier unten in der Hierarchie ja auch ganz, ganz, ganz langsam wieder auf. So, und jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld. Ja, für die Fabrik haben wir aber noch nicht genug Geld zusammen. Das ist blöd. Niederlassung brauchen wir auf keinen Fall jetzt erstmal. Wir brauchen eigentlich, wenn, nur noch eine Fabrik. So, von den Autos stehen wir momentan ganz gut mit den Absatzzahlen. Wir holen auf. Und je mehr Autos normal verkauft werden, umso einfacher ist es ja für uns auch. Jetzt gucken wir mal kurz. Der Flitz 1 ist hier soweit voll ausgestattet. Da ist er voll ausgestattet. Jo, dann können wir den eigentlich hier sogar noch abverkaufen, beziehungsweise hier nochmal mit reinsetzen. Dann lassen wir da auch nochmal ein bisschen den Flitz 1 produzieren. Der Big Buck, der geht richtig gut. Das macht Spaß, da richtig zuzuschauen und eben rappelt's überall. Jo, da können wir eigentlich eher den Big Buck als Dauerläufer drin lassen. Und Guthaben reicht noch nicht aus, wir sind erst bei 100.000. Aber wir kommen hoch. Also wir sind jetzt hier bei ungefähr 430, 440 Autos. Und selbst da unten verkauft sich der Big Buck ziemlich gut. Das heißt, wir können ja auch da, wo er sich sehr gut verkauft, mit dem Rabatt einfach weggehen, um noch mehr Geld reinzuholen. So, also produziert wird ohne Ende. Geld kommt jetzt auch endlich wieder ein bisschen in die Kasse. Das ist schon mal richtig gut. 340, 440, 450 Autos. Ja, wir kommen der Sache näher. So, und der Flitz 1, ja, da tut sich im Moment nicht viel. Warum? Ach, die sind jetzt alle schon unterwegs, die Autos. Okay. Dann können wir hier schon mal einen Abverkauf machen. Guthaben reicht eh noch nicht aus. Wenn wir die zwei hier mal abverkaufen und gleich wieder neu reinsetzen. Um einfach noch ein bisschen den Verkauf hochzutreiben. Wie gesagt, wir müssen auf 600 Autos kommen. So, und jetzt sind wir wieder mittendrin. 350.000, das läuft eigentlich ganz gut. Wir haben keinen Abverkauf am Laufen, können aber wieder fleißig Autos produzieren. Haben jetzt 450, knapp 500 Autos drin. Das heißt, jetzt läuft die Produktion ohne Gnade. Also wir können hier richtig Gas geben. Und kriegen auch langsam richtig gutes Geld rein. So, da oben der Flitz 1 verkauft sich auch nicht so besonders. So, wie machen wir das? Warten wir erstmal, bis unten ein bisschen aufgefüllt ist, weil die laufen ja hier beide auf Hochtouren. Kommen eigentlich mit der Produktion gar nicht hinterher. Das Beste wäre also, wie gesagt, wenn wir noch eine dritte Fabrik irgendwie kriegen könnten. Keine Fabrik zu versteigern im Moment. Wie sieht's mit den Fahrzeugen aus? Wir sind ganz weit vorne. Verkaufen sogar Autos richtig gut. So, der Renn 1 hat sich da oben auch schon gut bewährt wieder. Das heißt, da können wir auch gleich die Produktion wieder umstellen, denn der Big Buck, der scheint erstmal jetzt ein bisschen gesättigt zu sein von der Produktion. Ja, das gefällt mir natürlich unheimlich gut hier, das zu sehen. Wir kommen richtig ran. Unsere Autos verkaufen sich gut. Ja, unsere Autos verkaufen sich gut. Das stellt sogar die nette Dame aus dem Büro fest. Ist doch wunderbar. So, das heißt, wir sind hier jetzt noch mitten in der Vollproduktion. Da oben haben wir von dem Flitz 1 noch was. Den verkaufen wir jetzt mal gerade ab. Um einfach die Verkaufszahlen noch hoch zu pushen. Solange wir hier mit dem Geld so hinkommen, ist das ja gar kein Problem. 418, 430.000, jetzt kommen wir sogar langsam in die Möglichkeit, vielleicht noch eine Fabrik zu kaufen. Die Autos gehen wirklich gut. So, allerdings hier oben ist so gut wie kein Auto mehr drin. Das ist natürlich jetzt bescheuert. Beziehungsweise bescheiden. Ah, da kommen jetzt die ersten Flitzautos wieder rein, aber von dem Big Buck tut sich gar nichts. Was ist da mit der Produktion los? Die läuft eigentlich hier auf Hochtouren. Vertrieb ist auch soweit okay, das ist alles gar kein Problem.
Könnten wir eigentlich den Basispreis für den Big Buck noch ein bisschen anheben. Mal gucken, ob sich das irgendwo verändert. Natürlich, das wird gleich angepasst. Perfekt. Jo, machen wir den mal einen Tick teuer und schauen mal, was da rumkommt. So, Rennen 1 müssten wir auch bald wieder bauen. Weil, aber der Big Buck da, also wir brauchen unbedingt noch eine zusätzliche Fabrik. Wir kommen da nicht hinterher. Wir kommen nicht hinterher. Was wir natürlich hier jetzt noch machen können, wir können hier einen Abverkauf starten und können hier unten mal den Renn 1 produzieren. Nachdem wir ja den Flitzer voll gebaut haben. Jawohl. Jetzt gucken wir mal gerade hier auf der anderen, da ist er fast fertig. Bauen wir jetzt hier mal den Renn 1, nur die 10 Stück für da unten praktisch. Die setzen wir mal unten mit rein. So, und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert soweit. Die Big Bucks, die laufen richtig gut. Also das hätte ich gar nicht geglaubt, dass sie so zum Kassenschlager werden. Wenn wir jetzt noch eine Fabrik kriegen könnten, das wäre natürlich absolut perfekt. Aber wir sind gut dabei. Also wir haben hier 380, 500, 580 Autos. Ich glaube fast, dass wir hier... Ja, warum verkaufst du jetzt nichts? Genau, wollte gerade sagen, kannst du jetzt anfangen, hier mal ein paar Autos zu bauen. Wenn die nämlich gebaut sind, dann werden wir den Flitz 1 hier rausschmeißen, wieder überall. Und werden dann einfach mal gucken, ob wir vielleicht damit schon unser Ziel erreichen. Hier unten wird ja noch der Big Buck gebaut. Ja, weil da kommt die Produktion eigentlich nie ins Schlafen, das ist richtig gut. So, hier werden... Oh, sie haben gewonnen. Ja, wir haben die 600 Autos voll. Das wollte ich sehen. Ja, wunderbar. Ich war noch am Rechnen, aber es hat funktioniert. Jopalapa. Super. Schick. 600 Autos sollten wir verkaufen. Haben wir erreicht. Mit dem Kleinwagen. Der hat's richtig rausgerissen. Also, die Taktik ist auch eigentlich ganz easy, wenn man es im Nachhinein sieht. Kaufen, abverkaufen, ein Modell nehmen, um ein bisschen Geld zu kriegen und dann ist gut. Ja, schick. Score sind wir natürlich nicht ganz oben, aber wir haben gewonnen. Das ist wichtig. So, jetzt geht auch hier gleich, seht ihr, ist die nächste Mission freigeschaltet worden und wir haben jetzt ein breit gefächertes Angebot für die Kunden. So. Mhm. 8 Arbeitsjahre reiche, also in 8 Arbeitsjahren müssen wir 7 Autotypen präsentieren. Das hört sich nach richtig viel Arbeit an. Das werden wir uns in der nächsten Folge mal anschauen. Ich speichere es mal, nee, ich gucke jetzt auch nicht rein, wir gucken mal einfach weiter, was gibt's denn hier noch so für Sachen, was kommt denn danach, Denver, sehr wählerisch, 3 verschiedene Typenklassen, 250 Autos, okay, da ist aber irgendwie kein Zeitlimit, so, und dann, das Starshine Motors, blauer Spieler, ihre Fabriken sabotiert, ich bin der blaue Spieler, du Pfeife. Und Industriespionage, da haben wir vorgenommen, ihren größten Konkurrenten zu vernichten. Ihr Ziel, der Konkurs von Starshine. Okay, das verspricht wieder etwas nach Richtung ja, Spionage, Sabotage zu werden. Da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Aber als nächstes haben wir hier das breit gefächerte Angebot. In 8 Jahren 7 Autotypen vorstellen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, ihr bleibt mit am Ball. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.